Ich grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und ihr seht schon, what the fuck geht denn jetzt ab hier? Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ein größerer Streamer, der bekannt ist für GTA 5 RP und für Reactions auf YouTube, dass der Total War Warhammer 3 gestreamt hat. Und er hat auch hier einen Partnerlink drin. Dazu komme ich gleich noch. Und ja, wie gesagt, der gute Stay, der ist hier halt bekannt für seine ganzen GTA 5 Charaktere. Er hat hier auch mal, ja, ein paar Sachen hat er auch angezockt. Wahrscheinlich hat er da auch Partnerlinks dann bekommen. Das weiß ich aber nicht genau, kann sein. Former Age of Sigmar Stormground hat er auch mal angezockt. Und auch seinen Hauptkanal hat er auch, naja, also ihr seht schon hauptsächlich nur Reactions. Oh, Stay zockt ja, hier hat er noch ein bisschen was gespielt. Dragon Ball und so, Steel, Tom Clancy's Division. Ja, also jetzt kein YouTuber, der jetzt irgendwie für Strategie oder für Fantasy bekannt ist, wie wie Günther Shadow oder Dr. Proof und wie sie alle heißen. Also jetzt hier wirklich mal ein ganz, ganz anderer, der hier auch sofort anscheinend einen Partnerlink bekommen hat. Oh, das ist der normale Link. Einen Moment. Genau. Also ihr seht, das hier oben ist jetzt die längere Adresszeile. Und das ist die normale Shopseite. Und er hat halt sofort einen Partnerlink bekommen. Hat jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie oft er genau Warhammer 3 gestreamt hat. Von einmal weiß ich ganz genau. Und jetzt mal eine Frage an euch, wie das bei euch so ankommt. Wie findet ihr das, wenn da jetzt so ein größerer Streamer, YouTuber einfach mal Warhammer 3 aufgreift und da sofort so einen Partnerlink bekommt und das streamt, ja? Wie findet ihr das? Einfach mal eine Frage an euch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Dann auf dem offiziellen Kanal von Total War bei Twitch gibt es noch einige Streams. Und zwar haben wir hier morgen die 8-Spieler-Koop-Kampagne. Dann haben wir hier die Kislev-Kampagne. Zusätzlich am 15. haben wir noch den Domination-Battle-Modus mit Turin, beziehungsweise hier ein Tutorial. Und dann haben wir hier am Mittwoch nochmal den Cougars mit Payoff Karthage, oder wie der heißt. Kann ich nicht genau aussprechen. Dann wollt ihr sicherlich alle Total War Warhammer 3 im Voraus runterladen. Und das könnt ihr hier tun. Ich meine, hier oben steht es auch schon, aber hier unten steht es nochmal ganz genau. Germany, Berlin, Germany, Hessen, Frankfurt. Und zwar können wir das Spiel ab Dienstag 16 Uhr runterladen. Dann war ich für euch wieder auf Reddit. Und da gibt es wieder eine Menge Infos. Ich habe jetzt hier einige Sachen markiert. Ich will jetzt aber nicht alles vortragen. Und zwar gab es hier einen Q&A-Stream am 8.2. Und hier drin einige Infos zusammengefasst. Alle neuen Kampfkarten für Warhammer 3. Nichts wurde wiederverwendet. Also damit sind auch die Belagerungen und die Landbattles gemeint. Dann haben wir als nächstes: Schlachtkarten sind besonders für Chaos-Fraktionen unterschiedlich. Altdorf wurde ausdrücklich als Tentakel und Stachel erwähnt, wenn es von Slanisch besetzt und korrumpiert wurde. Cosplay bestätigt, Bestenlisten werden aber nicht geteilt. Denn die Pinkhauers, die teilen sich nicht wegen des Gleichgewichts. Und einige hochrangige Einheiten können nicht über Außenposten rekrutiert werden. Das wäre nämlich sonst zu overpowered. Und es wird wahrscheinlich keinen Tag-Nacht-Zyklus geben wie im Total War Troy. Außen kann immer nur ein Außenposten pro Hauptstadt errichtet werden. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann weiter, die Erfahrung wurde überarbeitet, um mehr für größere und härtere Kämpfe zu bieten. Lord hat 5-mal Stufen gegen 2 Armeen gewonnen. Rebellion Farming für XP ist wahrscheinlich tot.
Ja, also das, die Info gab es ja schon vor, ihr könnt nicht mehr so leveln wie vorher. Dafür wird man jetzt für größere Siege mehr belohnt und das Max-Level wurde auch erhöht. Das steht jetzt hier nicht, aber das war schon bekannt. Das Max-Level ist erhöht worden von 40 auf 50 für eure Kommandanten. Und dann gibt es einen Trade-Limit, der soll auch schon in Warhammer 2 aktiv sein. Ist mir jetzt nicht bekannt. Aber CA hält diese Art von Limit für die ganzen Trades. Also wenn man die legendären Lords besiegt, dann bekommt man hier immer so eine Trade. Den hält man bei CA für sinnvoll. Und CA mag offensichtlich kein Trade Farming. Dann Vampirfürsten haben Möglichkeiten, die Dauer und Wahrscheinlichkeiten der Ausbreitung der Seuche zu verringern. Sind sich aber nicht sicher, ob er sich falsch ausgedrückt hat oder die Vampire-Accounts-Überarbeitung in vollem Gange ist. Also das ist nicht ganz bestätigt, dass man mit dem Vampirfürsten eine geringere Chance hat auf die Seuchen. Und zu guter Letzt heißt es hier, sie können weiter im Koop spielen, wenn jemand stirbt. Und ein Spieler kann später wieder beitreten, wenn er gefallen ist. Es geht weiter. Hier gab es dann auch nochmal so ein Interview mit Andy Hall. Hier soll Andy Hall angeblich bestätigt haben, dass in den nächsten Jahren keine Naga, kein Ent und kein Nippon hinzugefügt werden sollen. Weiter geht's. Hier ist nochmal jetzt eine Zusammenfassung aus einem Interview, ebenfalls mit Andy Hall. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es das Interview ist, aber ich glaube schon, weil da steht auch Lorewords. Also, Katharine, übrigens hier Kistreff mit W, lol. Katharine ist derzeit eine alleinerziehende Tochter, aber Andy sagte, das könnte sich ändern. Der Konflikt zwischen den Ungolds und den Gospodar ist immer noch eine Sache, aber CA wollte einen leichter zu erkennenden Konflikt für Menschen, die neu in der Umgebung sind. Daher der Konflikt zwischen Staat und Religion. Wer sich mit der Lore auskennt, der weiß, dass es da immer wieder Konflikte gibt zwischen den Ungolds und den Gospodar. Ja, Gospodar. Die anderen Götter von Kislev sind seit Ursuns Entführung aktiver, attraktiver wollte ich jetzt sagen. Und ohne die Schwierigkeiten der Fernentwicklung von zu Hause aus, sagte Andy, hätte Katharine höchstwahrscheinlich ihren Schlitten bekommen, der später hinzugefügt werden könnte. CA beabsichtigt, in Zukunft tiefer in die verschiedenen Gruppen einzudringen, die Kislev bilden, wie die Hex und die Ungolds. Bei Katai heißt es, nur über zwei Drachenkinder wissen wir nichts, über die anderen drei Vermissten wissen wir einiges. Wir wissen viel speziell über das eine in der katayanischen Unterwelt. Und bei zufällig, Kurt Helburg ist der Charakter, den Andy am liebsten im Spiel sehen möchte. Also der wird dann wohl auch, denke ich, höchstwahrscheinlich kommen. Für alle, die jetzt die sich jetzt fragen, wer ist Kurt Helburg? Kurt Helburg ist der Reichsmarschall von Karl Franz und sein legendärer Held. Und dann steht hier chronologisch laufen die Spiele in dieser Reihenfolge 3, 2 und 1, wie ich mal vermutet hatte. Und ich hatte damit übrigens auch recht. Und etwas wird sehr bald veröffentlicht, das viele Zweifel ausräumen wird, wie das, was die anderen Götter von Kislev vorhaben. Was genau, das wissen wir nicht. Ja, ich habe hier einige Sachen jetzt ausgelassen, weil ich möchte nicht zu viel spoilern. Ihr könnt das Video ja pausieren oder einfach selber unten auf den Link klicken und könnt euch das selber anschauen. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Ja, da stand jetzt auch eben viel über die Geschichte, das habe ich jetzt weggelassen. Dann, hier steht Final List of Unplayable Legendary Lords on the Campaign Map. Ich glaube nicht, dass es die Final List ist. Könnte aber sein.
aber ich persönlich glaube es nicht. Kaldranz ist nicht spielbar und auf der Map. Manfred von Karstein ebenfalls nicht. Ungem Eisenfaust. Und dann der gute Trotze Anklin in seiner Höllengrube mit dem Züchterclan. Der ist auch nicht spielbar. Twitch Craventail, ja, das ist der gute Twitch von Clan Rictus. Den hat man jetzt allerdings endlich seinen richtigen Spawnpunkt gegeben. Und hier steht Krugberg Mountain. Ich weiß nicht, ob da auch der Buckelberg ist, aber ich glaube ja. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Aber anscheinend hat man den guten Twitch jetzt endlich seine richtige Startposition gegeben. Dann Snitch soll in Taizu angeblich spawnen, Fragezeichen. Und Boris Todbringer, den einige auch Boris Wüterich nennen, der ist ebenfalls nicht spielbar von Mittelland. Und hier gibt es einen kleinen Screenshot, und zwar aus Turins Livestream, und zwar hat er hier eine Söldnerarmee. Diese Söldnerarmee, die bewacht allerdings seine Karawane von Katai. Also es ist möglich, dass die Karawanen auch Truppen aus anderen Völkern bekommen. Dann gibt es noch einen weiteren Screenshot zu Billacor. Einige kennen den Streamer hier bestimmt auch. Das ist jetzt der offizielle Skillbaum von Billacor. Was mir hier auffällt, ist, dass diese rote Skillleiste, die fehlt irgendwie komplett. Aber wir sehen hier schon ein bisschen magiemäßig, was er kann. Und wir sehen auch seine Stats. Und seine Stats, die sieht man auch hier nochmal. Und hier sehen wir auch sein Blade of Shadow. Dieses Schwert ist ja sehr bekannt. Das wird auch sehr mächtig ist, wie wir hier sehen. Und das war es jetzt leider auch schon wieder mit Total Warhammer 3. Es geht jetzt weiter mit Warhammer Age of Sigmar Sul Arena. Das Game ist jetzt verfügbar auf Google Play und für Steam erscheint es im April. So, und da sind wir schon wieder bei Total Warhammer 3. Ja, der gute Alduin, mit dem ich auch öfter mal was zusammen mache. Der hat hier den Chaos Schicksalsweber angefangen. Schaut dort gerne mal rein. Und Balduins Maltischgebabbel, der hat auch wieder einige Streams gemacht. Planlos durch sein Hobby. Schaut dort auch gerne mal rein. Und Raikir ist back. Hat jetzt nach langer Zeit hat er auch mal wieder seinen Twitch-Stream reingepackt. Das hatte er ja vorher nicht mehr gemacht. Er wird Total War Warhammer streamen und er wird auch wieder Warhammer Fantasy Lore Videos rausbringen, aber keine Warhammer 40k Lore Videos, die wird er nicht machen, weil er mit der Politik oder beziehungsweise mit dem Umgang der Community nicht einverstanden ist von Games Workshop. Also Games Workshop hat ja vor einem halben Jahr, ist das jetzt ungefähr her, die Richtlinien aktualisiert. Das mussten sie wahrscheinlich machen, weil sie sonst Warhammer Plus nicht machen konnten. Und damit ist er jetzt nicht so richtig einverstanden mit den neuen Richtlinien. Deswegen beschränkt er sich jetzt erstmal auf Warhammer Fantasy und ich wünsche ihm dabei viel Spaß. Und der gute Exploding Hamster, der hat hier ein Interview übersetzt von Andy Hall, den wir jetzt inzwischen alle kennen. Ich nehme das Video hier vor 20 Uhr auf. Also den Übersetzungsstream startet er um 20 Uhr. Dieses Video wird vor 20 Uhr aufgenommen. Also inzwischen müsste das Video dann auch, oder beziehungsweise der Stream dann auch live gewesen sein. Zu guter Letzt habe ich hier noch eine kleine Umfrage gestartet, und so haltet ihr Warhammer Mark of Chaos für Retro. Könnt ihr gerne mal abstimmen. Damit wäre ich am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne ein Like und ein Abo, falls ihr mal up to date bleiben wollt, wenn es um Warhammer geht.
Und damit sage ich bis zum nächsten Video oder im Livestream.